Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, am Tag nach dem Hochfest aller Heiligen begeht die Heilige Kirche das feierliche Gedächtnis aller Abgeschiedenen, aller armen Seelen, die sich im Fegefeuer befinden, am Läuterungsort im Purgatorium. Alle, die noch nicht bereit sind für den Himmel, wo noch die völlige Reinheit und Heiligkeit hergestellt werden muss durch den Läuterungszustand des Fegefeuers. Das Fegefeuer gehört zu den großen Wahrheiten, zu den letzten Dingen. Man hat es zu sehr vergessen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Diejenigen, die am Ende ihres Lebens eben im Gnadenstand sterben, die aber noch nicht heilig sind, die noch nicht bereit sind, in die himmlische Herrlichkeit einzugehen, weil bei Gott nichts sein kann, was heilig ist, was nicht heilig ist. Darum gibt es das Fegefeuer. Von Gott vorgesehen für die armen Seelen, um eben den letzten endgültigen Zustand bei Gott im Himmel zu erreichen, um eben vollends Heilige zu werden und dann zu sein. Es ist die sogenannte leidende Kirche. Auch davon spricht man heute kaum mehr, von dieser klassischen Dreiteilung, die triumphierende Kirche im Himmel, die wir gestern groß gefeiert haben, von der streitenden Kirche hier auf Erden, der Ecclesia Militans, aber eben auch von der leidenden Kirche, von den armen Seelen im Fegefeuer. Lasset uns trauern, aber nicht wie diejenigen, die keine Hoffnung haben. So sagt es der heilige Völkerapostel Paulus in einer seiner Episteln. Die Trauer ist eine ganz wunderbare Tugend. Wir dürfen trauern und wir sollen trauern über diejenigen, die uns vorangegangen sind, die nicht mehr hier sind, die nicht mehr hier unter uns auf Erden weilen. Aber diese Trauer ist immer, wenn sie eine christliche Trauer ist, eine Trauer voller Hoffnung und voller Zuversicht. Wir haben hier auf Erden keine bleibende Stätte. Alles geht vorbei. Alles fließt vorbei. Wie der große österreichische Schriftsteller Ferdinand Raimund einmal so schön sagte, das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alles gleich. Das Gute und das Böse, den Glauben und den Unglauben, den Irrtum und die Wahrheit, die kristallklaren Wogen der Tugend und auch die Kloake des Lasters. Alles Irdische geht vorüber. Wer könnte all das unterscheiden? Wer durchschaut diesen trüben Strom der Menschheitsgeschichte? Es ist nur das Auge Gottes. Und dieses Auge Gottes durchschaut alles. Keiner entkommt dem Auge Gottes.
Es wird alles enden hier auf Erden. Absolut alles. Nichts wird übrig bleiben. Absolut nichts. Was bleibt, ist eben das, was Unsterblichkeit besitzt. Und das ist unsere unsterbliche Seele, die für die Ewigkeit geschaffen ist, die sich im Tod von der Vergänglichkeit des irdischen Leibes trennt und die der Auferstehung hart am Ende der Zeit, da der Mensch immer ein Mensch bleibt und eben aus Leib und Seele besteht und eben am Ende der Zeiten bei der allgemeinen Auferstehung, beim jüngsten Gericht, wieder einen Leib, einen verklärten Leib empfangen wird. Aber hier in dieser Zeit nun geht alles zu Ende. Die Guten werden sterben und die Bösen werden sterben. Die Tugendhaften werden den Tod schauen und eben auch jene, die voll in der Lasterhaftigkeit aufgegangen sind. Das Entscheidende, liebe Gläubige, ist aber das danach. Wenn wir unmittelbar nach dem Tod die Augen öffnen für die Ewigkeit und vor dem persönlichen Gericht stehen, wenn wir Gott schauen zum persönlichen Gericht, wenn er das Urteil sprechen wird über einen jeden von uns, wenn alles offenlegen wird, unser ganzes Leben, unser ganzes Sein. Das ist die entscheidende Stunde für uns alle. Die große Stunde, die wir voller Hoffnung auch erwarten als gute Christen. Und dann gibt es eben drei Möglichkeiten. Dass wir sofort eingehen in die Herrlichkeit des Himmels. Weil wir wirklich bis zum Ende durchgehalten haben, heroisch die Tugenden gelebt haben, in der Gottesliebe zur Vollkommenheit gelangt sind und ebenso in der Nächstenliebe. Und dann eben auch frei von der Sünde eingehen direkt in den Himmel. Das Gegenteil, das wir auch mit aller Klarheit verkünden wollen, in diesem Monat November ganz besonders, ist die Wahrheit über die Hölle, die ewige Gottferne, die Verdammung. Wenn wir am Ende des Lebens im Stand der schweren Sünde sind, wenn wir dadurch Gott absolut ablehnen, wenn wir uns ganz bewusst und frei gegen Gott entschieden haben, ganz bewusst und frei das Irdische und die Welt gewählt haben, dann folgt unmittelbar nach dem Tod das Urteil. Und das Urteil hat dann die ewige Gottferne, die Hölle, die ewige Verdammnis mit allen Strafen und Peinen eben zur Folge. Dann gibt es aber auch noch die dritte Möglichkeit, die eine zeitliche und keine ewige ist und an die wir am Allerseelentag in ganz besonderer Weise denken. Und das ist eben das Purgatorium, das Fegefeuer. Das Fegefeuer,
ist vorübergehend. Gott bestimmt, wie lange es ist für die einzelne Seele. Es ist ein Reinigungsort. Schon das Alte Testament weist darauf hin, in den Makkabäerbüchern. Und die Tradition ist klar. Und so haben wir eindeutig eine Wahrheit unseres Glaubens vor uns. Und jedes Beten für die Verstorbenen, das trifft ja die armen Seelen im Fegefeuer. Wir haben gerade auch in unserem Land vielerorts wunderschöne armen Seelen Altäre, oft in den Friedhofskirchen, aber auch in mancherlei Pfarrkirchen gibt es einen armen Seelenaltar. Auf diesen Altären wird in wunderbarer Weise das Leid dargestellt, das die armen Seelen zu erdulden haben, im Fegefeuer, als Läuterung für all das, was eben noch nicht in Ordnung ist, Gott wohlgefällig ist an ihrem Sein. Wir beten für die armen Seelen im Fegefeuer. Wir opfern für die armen Seelen im Fegefeuer. Die Kirche besteht eben aus diesen drei Teilen. Und die Gemeinschaft der Heiligen, die lädt uns auch in wunderbarer Weise dazu ein und befähigt uns, für sie zu beten, für sie zu opfern. Und das Beste, das wir überhaupt tun können hier auf Erden, für unsere lieben Verstorbenen, die armen Seelen im Fegefeuer, ist das heilige Messopfer zu feiern. Jede heilige Messe wird für die Verstorbenen auch dargebracht. Und in ganz besonderer Weise soll uns das Requiem, die Totenmesse, auch daran erinnern. Wir Priester haben am Allerseelentag ein ganz großes Privileg. Wir dürfen dreimal das heilige Messopfer feiern für die armen Seelen im Fegefeuer. Und da bringt die Kirche in wunderbarer Weise zum Ausdruck, welche Gnaden hier fließen. Wir haben die Tumba, den Katafalk errichtet in der Kirche. Früher stand er in allen Kirchen am Allerseelentag und bei allen Totenmessen. Er erinnert uns eben an eine moralische Gegenwart aller Verstorbenen. Und die Absolution, das Libera, das wir nach dem Requiem dann beten werden, das kommt eben den armen Seelen im Fegefeuer zugute. Die Gnaden des Weihwassers, mit dem wir die Tumba besprengen, mit dem sie die Gräber an den Friedhöfen besprengen, die Gnaden des Weihwassers kommen den armen Seelen im Fegefeuer zugute. Die Gnade des Weihrauchs, mit dem wir die Tumba beräuchern. Auch diese Gnaden kommen den armen Seelen im Fegefeuer zugute. Die geweihten Lichter, die sie anzünden auf den Friedhöfen, auch sie kommen den armen Seelen im Fegefeuer zugute. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. So wollen wir in diesen Tagen sehr oft beten. Liebe Gläubige, Christus ist der Sieger über den Tod. Wir sind am Allerseelentag voller Hoffnung. Wir leben als gute Christen nicht eine Trauer ohne Hoffnung, eine Trauer der absoluten
Vergänglichkeit, die in die Verzweiflung führt oder in die Abgestumpftheit. Wir sehen es ja so sehr in unserer Gesellschaft, wie man mit dem Tod umgeht, wie im doppelten Sinne entvölkert die Friedhöfe sind, wo es immer weniger traditionelle Gräber gibt, wo es aber immer weniger Besucher gibt. Früher war es selbstverständlich, nicht nur eben Anfang November, sondern immer wieder zum Friedhof zu gehen und dort für die armen Seelen zu beten. Es bräuchte gerade hier auch ein erneuertes Apostolat um einen rechten Umgang mit den Toten. Das wäre ein ganz großes und wichtiges Anliegen. Wie gehen wir mit unseren lieben Verstorbenen um? Hier sehen wir, wie kaum woanders, wie die christliche Kultur, das christliche Leben in unseren Breiten verschwunden ist. Und es hat begonnen, leider auch in den Kirchen, wo man nicht mehr von den Seelen spricht, nicht mehr von den armen Seelen im Fegefeuer spricht und so die Menschen betrügt, ihnen die wesentlichen Glaubenswahrheiten vorenthält. Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Welcher Trost ist der heutige Tag? Welcher Trost für die armen Seelen im Fegefeuer und welcher Trost auch für uns, die Hinterbliebenen, die wir als Katholiken eben in dieser großen Gemeinschaft stehen, in dieser Familie, in dieser Gemeinschaft der Heiligen. Und wo wir hoffen dürfen, dass auch künftige Generationen dann einmal für uns beten, für uns das heilige Messopfer darbringen lassen, ein Messstipendium stiften für unsere arme Seele. Es ist auch ein Werk der Gerechtigkeit. Es ist dann vor allem ein Werk der Nächstenliebe. Haben wir das an diesem Tag im Herzen und vor Augen. Und beten wir nicht zuletzt für jene Menschen, die jetzt unmittelbar vor dieser entscheidenden Stunde stehen, die vor ihrem persönlichen Sterben, vor ihrem persönlichen Eingehen in die Ewigkeit stehen, damit sie wohl vorbereitet, versehen mit den heiligen Sakramenten der Kirche, eine gute Sterbestunde haben werden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.